Herzlich willkommen heute hier zu unserer Call-Serie. Erzähl doch mal deine Geschichte. Mein Name ist Susanne Winter und ich begrüße die große, weite Facebook-Welt auf jeden Fall schon mal zu Anfang. Und bevor wir sagen, wer heute unser Gast ist, gehe ich zu meiner Lieblingskollegin, zur Gitta, rüber nach Wittmund. Hallo Gitta. Dankeschön, Susi. Ja, ganz herzliche Grüße gebe ich natürlich sehr gerne zu dir ins Studio wieder zurück. Zu der super, super süßen Susi, sage ich jetzt einfach mal. Was ist denn heute los hier? Gut. Ja, genau. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Von Folge zu Folge werde ich immer hochwertiger. Schön. Oh. Oh. Nein, das war schon bei Folge 1 so. Wir haben ja hier heute eine ganz, ganz charmante Frau aus Karolinsiel. Und das ist die Gabi Kaden. Viele, viele, viele Menschen kennen sie schon, weil sie ist eine ganz berühmte Autorin auch. Ganz viele Bücher geschrieben. Aber was sie ganz genau macht, Gabi, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Und Gabi, erzähl doch mal der weiten Welt, wer bist du und was machst du ganz genau? Ja, wo fange ich an? Also, wie ihr vielleicht alle hören könnt, bin ich nicht von hier weg, wie der Ostfriese sagt. Mein Mann und ich sind ausgewanderte Hessen, leben jetzt schon seit 10 Jahren in Karolinsiel in unserem Haus auf dem Deich. Und seit ich in Karolinsiel lebe, schreibe ich Krimis. Früher in meinem früheren Leben in der alten Heimat habe ich ganz andere Dinge gemacht. Ich war im kaufmännischen Bereich tätig, habe auch so diese Liebe zur Spiritualität gehabt und auch damit gearbeitet, hatte eine Praxis für Körper, Geist und Seele, habe mit Menschen gearbeitet, man hat mir heilende Hände nachgesagt. Das war alles eine ganz tolle Geschichte, aber ich bin auch ein Mensch der Veränderung. Und so haben mein Mann und ich unseren Traum wahrgemacht und sind an die Nordsee gezogen. Das ging irgendwann mal, weil mein Mann in Altersteilzeit ging und ich war ja eh selbstständig. Ja. Wie gesagt, also wir sind an den Karolinsiel gelandet und hier habe ich mir den nächsten großen Traum erfüllt und angefangen, ein Buch zu schreiben, speziell einen Krimi zu schreiben. Das habe ich zuerst mal nur für mich gemacht und dachte, naja, versuch's einfach mal. Dann war nach einiger Zeit das Manuskript fertig und ich wusste gar nicht, was ich damit tun soll. Mich an einen Verlag wenden, den Mut hatte ich gar nicht. Ich denke, wer will das denn lesen? Und habe mich dann aber trotzdem getraut. Wir sollen uns einfach trauen und mutig sein. Habe das Manuskript an 2 Verlage geschickt und bekam prompt die Antwort, wow, das ist aber spannend. Wir hätten gerne das ganze Manuskript. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Buch 1 und 2 habe ich hier an der Küste in einem regionalen Verlag veröffentlicht und die Leser wollten mehr und mehr und mehr. Und so wurde dann aus Buch 2, 3, dann 4, dann 5, 6, dann 7. 7 kam im letzten Jahr auf den Markt und momentan arbeite ich an Krimi Nummer 8. Die spielen eben alle hier in Karolinenziel und zu, an der Küste, ein bisschen mit Ausläufern auf die Inseln und auch in das Hinterland. So bin ich zum Schreiben gekommen. Einfach, ja, wie soll ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind? Gabi, das ist total spannend, wie du das gerade so beschreibst, ja, und das hat so viel Leichtigkeit. Und wie du das gerade sagtest, da, man soll das einfach machen, man soll mutig sein und das tun. Jetzt hast du natürlich ganz viele Inspirationen von, um dich herum, von der Heimat, egal wahrscheinlich, wo du bist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man Krimis schreibt, hat mein Krimi-Autor auch mal zu mir gesagt, der muss ja nicht ganz richtig ticken. Wie kommt man auf die ganzen Ideen? Ich glaube, jedenfalls wenn ich von mir ausgehe, ist das so. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss harmoniesüchtig sein.
Ach, guck an. Okay. Ja. Und das, was ich als Harmoniesüchtige, wie ich mich gern bezeichne, es ist gar nicht so ein Sehenmakel fast manchmal als was Positives, brauche ich vielleicht meinen Gegenpol und den arbeite ich in meinen Krimis ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal erschrecke ich selbst vor dem, was ich da in die Tasten hau. Das glaube ich wohl. Mhm. Und mein Mann ist da auch immer etwas, wie soll ich sagen, nachdenklich, dass er sagt, so kenne ich dich doch gar nicht. Genau. Gabi, hast du denn schon mal darüber nachgedacht, kein Krimi, sondern Liebesroman oder so zu schreiben? Nein. Liebesroman ist nicht mein Ding. Hat ja vielleicht was mit meiner Harmoniesucht zu tun. Ich weiß es nicht. Aber das ist gar nicht so verkehrt, was du sagst. Parallel zu dem Krimi, an dem ich momentan bin, also an dieser Nummer 8, habe ich noch eine andere Idee. Das ist eine Geschichte, eine spannende, lustige, vielleicht auch mit ein bisschen Romantik dabei. Ich kann nur so viel verraten, Bayern trifft auf Ostfriesland. Und was da passiert, wie ich einen Liebesroman mit bei haben. Also das Ding läuft so nebenbei, weil das Interesse war einfach da. Und ich bin so gerne vielseitig, mache 5 Dinge auf einmal. Und ja, und da kam eben das zustande. Aber das wird noch eine Weile dauern, denn ich habe jetzt Druck mit Nummer 8. Okay. Ich kann mir das nun ganz schwer vorstellen, weil, wie sieht dein Alltag aus? Erzähl mal, du stehst auf und fängst du dann direkt an zu schreiben oder bist du eher der Nachtvogel, dass du deinen Mann ins Bett schickst und sagst, so, Liebling, kannst schon mal schlafen, ich schreibe jetzt die Nacht über durch. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Ganz und gar nicht. Also das wäre ja, so wie du das jetzt erzählst, strukturiert. Das bin ich gar nicht. Also gut wäre, wenn ich das so tun würde. Ich sage mir immer und nehme mir auch immer vor, setz dich jetzt an den Computer, nimm dir 4 Stunden, so als würdest du einen halben Tag arbeiten gehen, hau in die Tasten, schreib, was zu schreiben ist und dann kannst du den Rest des Tages an der Wand verbringen. Aber das kann ich nicht. Das bin ich nicht. Ich schreibe, zwischendurch mache ich eine Maschine Wäsche, dann schreibe ich, dann hänge ich sie auf, dann gehe ich eine Runde kochen, dann begrüße ich unsere Feriengäste, dann schreibe ich wieder. Ich habe auch mal 3, 4, 5 Tage, an denen ich gar nicht an den Computer gehe und schreibe. Dann hole ich das wieder nach. Und so arbeite ich mich dann an den Termin, den der Verlag mir vorgegeben hat. Denn wenn ein Buch zu einem bestimmten Termin erscheinen soll, muss es ja auch eine gewisse Zeit vorher beim Verlag sein. Da habe ich meinen Abgabetermin. Und dann kann das manchmal eng werden, sodass ich dann wirklich feste am Computer sitzen muss und arbeiten muss. Das kann dann schon passieren. Aber ich habe festgestellt, wenn ich so wirklich den Druck habe, den Zeitdruck, dann bin ich am besten. Ja, Wahnsinn. Gabi, ich meine, das kennen wir ja sogar auch. Ich meine, wir sind ja auch so, Susi und ich sind ja so alte Network-Hasen. Und immer wenn der Druck am größten ist, dann sagen immer viele, ja, dann habt ihr ja Gegendruck. Aber manchmal braucht man den einfach, um besser in Schwung zu kommen. Also das können wir, glaube ich, voll nachvollziehen. Aber sag mal, wo holst du denn deine Ideen her? Wenn du am Deich spazieren gehst, wenn du mit deinem Mann spazieren gehst oder wo holst du so deine Ideen für diese Krimis her? Das ist ganz vielseitig. So wie du sagst, beim Spaziergang, unterwegs, es gibt eine Begebenheit, man sieht irgendwo einen Schatten, wo man dann eben denkt, oh, da könnte was. Ach nee, da ist ja nichts. Und dann kommt der Gedanke, dass kann ich in einem Buch verarbeiten. Was ganz häufig passiert ist, dass ich bei Lesungen oder wenn ich meine Fans persönlich treffe, auch schreiben sie mir, dass ich dann Anregungen bekomme, die zum Beispiel sagen, ach du, ich bin letzt durch diesen kleinen Tunnel gegangen in Karolinensiel.
da könnte doch mal eine Leiche hängen oder da lag was im Wasser, das sah aus wie, könntest du da nicht mal was draus machen? Und das sind auch Informationen, die ich aufnehme und gerne mit in meine Bücher mit verarbeite. Dann steht natürlich mal was in der Tageszeitung und so weiter. Also ich bin da ganz offen und versuche mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und sauge mir da eben diese Fälle und stelle sie zusammen. Also muss man sich das vorstellen, Gabi, dass du hast also immer einen Notizblock und einen Stift bei dir, sodass du denn auch aufschreibst, wenn du die Ideen hast, oder hast du es dann schon wieder halt vergessen, wenn man zu Hause ist? Also das könnte ich von dir genau. Hunderttausende Ideen und dann, oh, wie war es auch noch? Ja, genau, das wäre gut, wenn ich mir was zu schreiben dabei hätte. Manchmal bringt es mich ins Mikro. Oft ist es aber wirklich so, dass ich nichts dabei habe und komme nach Hause und muss mir das dann notieren oder ich habe es vergessen. Was auch passiert ist, abends im Bett beim Einschlafen, so kurz bevor man einschläft, da habe ich oft ganz tolle Ideen. Dann bin ich aber so müde, dass ich keine Lust habe, es mir aufzuschreiben. Und am nächsten Morgen habe ich es vergessen und ärgere mich fürchterlich. Ich hatte doch so eine tolle Idee und die ist weg. Auch das kann passieren. Gabi, du sagtest jetzt gerade ja im Vorfeld, bevor ihr vor 10 Jahren hierher gekommen seid, da hattest du dann ja auch eine Praxis, eben halt auch für Spiritualität. Und aber so ein bisschen, denke ich mal, ist die ja, genau das, ne? Also ist letztendlich ja bei dir immer noch drinne, die Spiritualität. So, die ist ja immer noch da, oder? Ja. Auf jeden Fall. Das im ganzen Leben, in meiner Lebenseinstellung, im Umgang mit Menschen, in meiner Schreiberei, auch werde ich immer noch mal angesprochen oder angeschrieben von Menschen, mit denen ich früher zu tun hatte, die um einen Rat bitten oder hier bei uns Urlaub machen und sagen, kannst du nicht mal, ich hätte gerne mal deine Hand, leg die doch mal an die in die Stelle oder so. Das passiert alles noch. Also ich bin schon ein spiritueller Mensch. 24 Stunden am Tag. Also spiritueller Mensch kann ich auch sagen jetzt so. Ja. Das sollte nicht bei mir raus, das Wort. Ist das so, dass du sagst, mit der Spiritualität ist es besser, so ein Buch zu schreiben, also die Gedanken besser zu sortieren? Oder sagst du, das brauche ich nicht unbedingt dabei? Oder hilft es dir dabei? Das kann ich dir so jetzt gar nicht beantworten, ob mir das hilft oder nicht. Das ist einfach da. Ich glaube, das bin ich einfach. Ich kann das nicht beschreiben oder benennen. Ich glaube, das bin ich. Und daher kommen auch die vielen Gedanken, die ich Mord- und Tötungsdelikte und Dinge, die passieren in einem Krimi, die kommen einfach aus mir, aus meinem Inneren. Und ich denke, auch das hat was mit Spiritualität zu tun. Das ist ein ganz weites Feld. Und wie ich anfangs schon sagte, ich wundere mich manchmal selbst, was ich da so zu Papier oder in Tastatur bringe. Ich weiß gar nicht, wo ich das hernehme. Spannend. Na, Wahnsinn. Sag mal, Gabi, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du bei dem allerersten Buch hast du gesagt, so, Kinders, ich schreibe jetzt ein Buch hier und was haben die gesagt? Gar nichts, weil ich habe das erst gar nicht offiziell gemacht, das wusste nur mein Mann. Okay. Das war mein Traum, das war meine Vorstellung, wenn irgendwann mal die Möglichkeit besteht, dann setze ich das. Man hat ja so spinnerte Gedanken, die man ein Leben lang mit sich trägt. Und ganz toll finde ich eben, wenn man wirklich danach dann greift und sagt, das mache ich jetzt, ich versuche es einfach mal. Vielleicht wird was draus, vielleicht wird nichts draus. Aber wenn ich es nicht versuche, wird eben nichts draus. Genau. Und so habe ich das einfach begonnen für mich und habe dann meinen Mann, man wusste natürlich Bescheid, meinen Mann lesen lassen, habe 2, 3 Freunde in die Manuskripte einlesen lassen, um einfach mal Stimmen von außen zu hören, aber mehr wussten es nicht. Das war mir wichtig, dass ich nicht von Anfang an so weit verbreite, denn dann ist vielleicht auch der Erwartungsdruck von anderen zu groß. Was hast du denn da gemacht? Genau. Ja, okay.
Gabi, hast du schon mal den Gedanken gehabt, deinen Mann in dem Krimi einfließen zu lassen? Du meinst, dass ich ihn... Naja, weißt du, es ist ja so, wenn man wie ich 44 Jahre verheiratet ist, da kommt man schon manchmal auf Gedanken. Okay. Das schon. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Also ihn habe ich bis jetzt noch nicht in meinen Büchern verarbeitet. Aber was ich mache, ich nehme ganz oft Menschen aus meinem Umfeld mit rein, Nachbarn. Es gibt zum Beispiel zwei Figuren in meinen Büchern, die immer wieder erscheinen, Oma und Tante Finchen. Das sind zwei olle Ostfriesinnen, angelehnt an zwei Nachbarinnen von uns, die den einen oder anderen Joke bringen, ja auch ihre Mentalität, ihre ostfriesische, wie sie ihren Tee trinken, dass sie keine Brötchen essen wegen ihrer dritten Zähne, sondern nur ihr Graubrot. Das kommt dementsprechend rüber und solche Sachen verarbeite ich dann eben auch in meinen Büchern mit anderen Namen. Mhm. Aber das ist wirklich angelehnt an Nachbarn, an auch viele andere habe ich schon mit einbezogen. Ob das der Kopfgärtner ist hier, der Friseur ja. bei uns, oder Harry, der Friseur, oder eine gewisse Lokalität oder so. Das kommt auch bei den Lesern gut an, denn viele meiner Leser sind ja auch Gäste, die hier Urlaub machen, die sich wiederfinden in den Wegen, die ich beschreite mit meinen Protagonisten oder Lokalitäten, Geschäfte, die ich aufsuche. Das finden die toll und dann bekomme ich solche Rückmeldungen wie, ich habe meinen Urlaub noch mal erlebt. Oder jetzt zu Corona-Zeit bekomme ich ganz viele Nachrichten. Ich lese gerade dein Buch noch mal. Ich dürfte nicht kommen, nicht Urlaub machen hier, aber ich versetze mich über deine Bücher nochmal nach Caroline. Das ist natürlich ein toller Rückblick. Ja. Und Mensch, Gabi, dann haben wir... Okay, jetzt... Ist das Mikro gerade wieder weg? Ja, ne? Wir ja. haben heute ganz tolle Probleme mit dem Mikro. Gabi, was ich gerade sagen wollte, dann haben wir ja vielleicht die Chance, vielleicht irgendwann in einem Krimi bei dir aufzutauchen. Ja, schon mal. Schau mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber warum nicht? Ja, mal gucken, wie ich euch verstückeln kann. Mein Verlag wird sich freuen, wenn ich auch von außerhalb immer wieder neue Ideen zugetragen bekomme, damit ich weiterschreibe. Ja, toll. Ja, also, ich bin jetzt so gerade so ein bisschen, hörst du mich? Ja, ne? Ja. Gut, weil gerade war das Mikro leider weg. Okay, also immer viele neue Ideen da rein, wunderbar. So, deinen Mann, den hast du jetzt noch nicht verhackstückelt und nimmst du vielleicht mit rein. Der Verlag, was sagtest du gerade schon, der Verlag, der arbeitet mit dir zusammen. Hast du genau gelernt, wie man ein Buch schreiben muss über den Verlag oder hast du einfach wild drauf losgelegt und hast gesagt, das soll da rein und so schreibe ich? Genau so ist es. Ich habe es weder studiert noch gelernt, noch irgendwelche Kurse gemacht. Ich hatte mich damals einfach dran gesetzt und geschrieben und das ist gut angekommen. Mein Schreibstil ist locker, leicht, gut lesbar. Das mögen die Leute, diese Rückmeldung bekomme ich auch. Der Verlag ist damit sehr einverstanden. Und wenn ansonsten mal was nicht stimmt, gibt es ja auch noch das Lektorat. Und da bin ich sehr zufrieden. Wie ich anfangs schon sagte, ich habe ja die ersten beiden Bücher in einem kleinen Verlag veröffentlicht und bin dann zum Niemeyer Verlag nach Hameln gewechselt, der auch bundesweit verlegt. Und das ist eine sehr, sehr professionelle Geschichte. Und das tut mir auch gut. Ich bekomme dort die Unterstützung und alles, was ich brauche. Einmal im Jahr ein Buch, dann sind sie glücklich. Ich auch. Mhm. Und meine Fans eben auch, die Leser eben auch. Ja, toll. Wahnsinn. Gabi, du sagtest, du bist jetzt an Buch 8. Hast du schon Buch 20 im Kopf, wo du sagst, oh, da will ich auf jeden Fall hin? Oder gehst du Step by Step so voran?
Ich gehe Step by Step voran. Ich glaube, sonst würde ich mich überfordern. Und wenn ich jetzt schon an Buch 20 denke, dann bin ich festgefahren. Und das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch der Veränderung. Es kann durchaus sein, dass nach Buch Nummer 8 mit dieser Serie, dieser Küstenkrimis, mit diesen Protagonisten auch irgendwann mal Schluss ist und ich was anderes mache. Kann durchaus passieren. Ich habe dieses andere Manuskript erwähnt mit der Geschichte Bayern trifft Ostfriesland. Das interessiert mich. Ich habe mit meiner Freundin, der Sabine Stenzel aus Wittmund, einen Bildband gemacht im Auftrag des Verlages. Ganz tolle Bilder von Sabine. Ich habe Geschichten dazu geschrieben, Wahres um die Gebäude, kulturelles, aber auch erfundenes, witziges, spannendes, kriminelles, was hätte dort passiert sein können und so. Eine ganz tolle Geschichte, die uns unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Dieser Bildband hätte jetzt auf den Markt kommen sollen, jetzt zu Beginn der Saison, wurde aber, ja, Corona lässt grüßen, aufs nächste Jahr verschoben, weil wir einfach nicht wussten, wie können wir ihn präsentieren, sind Gäste da, können wir es den Touristen anbieten oder nicht. Und auch Verlage haben zu kämpfen momentan, sodass wir gesagt haben, also dieser Bildband war fertig von unserer Arbeit her, kommt aber erst im nächsten Jahr auf den Markt. Und so stelle ich mir immer gerne auch mal was Neues vor. Also nicht festfahren auf Buch 13 bis 20, sondern sagen, Buch 8 erledigt, ich schaue mal, ob es weitergeht. Mhm. Also du strahlst so viel Leichtigkeit aus mit dem und genau das, ja, du sagst, ich mache das so, wie ich das möchte, wie es kommt. Ich bin im Hier und im Jetzt, gerade ganz stark, auch in dem jetzigen Moment mache ich das. Und also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, bewahre dir das, weil ich glaube, das macht dich aus und genau das macht deine Bücher wahrscheinlich auch aus, weil es mit ganz viel Leichtigkeit geschrieben ist, so wie du bist, ohne dass du irgendeine Veränderung von außen vornehmen lassen hast. Perfekt. Ja, ganz genau ist es auch so. Und das sind auch die Rückmeldungen. Wer mich kennt und meine Bücher liest, der sagt mir dann, ja, das bist du. So sprichst du, so bist du, so schreibst du. Davon möchte ich auch nicht weg. Gut, genau. Auch nicht verbiegen lassen, genau das meine ich. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor dir, mach das bitte so weiter, weil ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall jetzt unbedingt mal von dir einen Krimi nehmen muss. Ich habe leider noch nie so einen von dir gelesen, aber ich bin echt eine Leseratte und darum freue ich mich eigentlich immer über gute Bücher auch. Und wenn ich dann auch noch merke, dass es auch noch in Caroline Siel geschrieben ist und auch gewisse Leute vielleicht im Verdacht, du sagst ja nicht genau, wer es ist, aber wenn ich da nicht kenne, auch viele Carolina Siel-Leute, dann weiß ich ja ungefähr, wer es ist. Das ist ja cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es super schön, Gabi. Also ich glaube, ich könnte noch Stunden oder wir könnten noch Stunden mit dir über diese ganzen Geschichten erzählen und sehr, sehr schön. Schön, dass du heute hier bei uns warst im Call und ja, wirklich ganz, ganz toll. Und Gabi, sag mal eben, wenn man jetzt deine Bücher gerne kaufen möchte oder wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, wie und wo findet man dich? Meine Bücher findet man in jedem Buchladen. Wenn nicht vorrätig in den Regalen, können die von einem auf den anderen Tag bestellt werden. Sie können direkt beim Verlag auch bestellt werden. Mir ist immer ganz wichtig, Leute, geht in die Buchläden. Ja, genau. Bestellt nicht beim großen A unbedingt. Ja, klar, die machen auch Umsatz für uns, aber die Buchläden sind uns so, 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 so wichtig. Natürlich bekommt man die Bücher auch direkt bei mir, denn viele Anfragen bekomme ich, kann ich es bitte signiert zugeschickt bekommen. Man kann sogar bei mir an der Haustür klingeln und kann sein Buch abholen. Das geht auch. In Carolinsiel gibt es ganz viele Geschäfte, vom Museumsladen über die Kurverwaltung oder andere Geschäfte, die Bücher auch vertreiben, also eigentlich überall. Schön. Sehr schön. Ja, genau. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Gabi, vielen herzlichen Dank für dieses tolle, schöne Interview. Herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns demnächst einfach mal in Caroline Siel auf eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee treffen und wir auf jeden Fall plaudern.
Ich danke dir. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Und ich freue mich, dass ich mit euch plaudern durfte. Am Anfang hatte ich ja schon ziemlich Schiss, weil ich dachte, was kommt da auf mich zu? Ich habe so spontan Gita zugesagt und danach habe ich die Hosen voll. Aber es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Sehr gut. Ich finde es super schön und ja, wir danken dir, dass du heute bei uns warst, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und ja, ich sage nur aus Wittmund ganz liebe Grüße nach Caroline Siel. Tschüss, Caroline. Aus Caroline Siel zurück an euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.